Und damit sicher willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Command Conquer Generals, die Stunde 0 zu Contra 08 Modifikationen gegen Generalsherausforderung wegen die TNT General, wie als super auf dem General Aufstufe schwer. Was? Gut. Aufstufe schwer, super auf dem General und mit Contra, es ist zu laut und ich bin wieder da. 18.18 Uhr, jemand denkt an mich. Da können wir das nehmen. Tja, unten haben wir bereits den Kacksturm gesichtet. Und der General ging mir so ziemlich... Immer noch ein bisschen zu laut. Immer noch zu laut. Ja, jetzt ist das schon... Und ich weiß, der General geht mir schon immer auf den Sack. Ich weiß nicht, es... Vor allem der Typ, der redet so leise, dass ich kaum was verstehe. Ich habe noch keine Ahnung so wirklich, wie ich das hier machen soll, wie ich das hier regeln werde. Vor allem, ja, ich weiß nicht, wann der Skatsturm startet. Ob der überhaupt startet, ist die Frage, weil es gibt ja manchmal... Und hier waren Minen, ne? Zumindest war es damals so. Ich kann mich nur damals erinnern, dass der Skatsturm teilweise auch mal gestartet ist, obwohl der Countdown nicht zu sehen ist. Davor habe ich die meiste Angst, dass der ganz plötzlich runterkommt, weil sie vergessen haben, den scheiß Countdown da oben hinzustellen. Zu ballern. Ich baue mal ein paar Soldaten und hoffe, dass der seine TNT-Bikes da drauf schickt. Denn die größte Schwäche vom TNT-General ist, dass seine Einheiten nicht den Angriff meistens nicht überleben. In den meisten Fällen nicht überleben, besser gesagt. Ich baue jetzt gleich schon mal eine Waffenfabrik. Ne, Flugfeld kann ich jetzt schon bauen. Upgrade aktiviert. Du gehst dahin. Du gehst dahin, du gehst dahin und ich gehe gleich irgendwo anders hin. Was? War das schon immer ein Ölturm? Ich weiß gar nicht. Ich habe ein paar Überraschungen für Sie, General. Warum kommen Sie nicht raus und spielen mit mir? Ich versuche jetzt die Gebäude nicht so alle dicht zusammenzubauen. So dass ich. Einen Comanche baue ich erstmal, weil ich brauche Kohle. Das Geile ist ja, die Subway Drop Zone kann ich ja jetzt schon bauen, ne? Also hier, dass es Kohle gibt, hier Abwurfzone, kann ich jetzt schon bauen. Das ist echt geil. Vielleicht habe ich noch ein paar Assen im Ärmel, aber mal ehrlich. Ja, und den Typen echt, den versteht man so wie Garth. Also ich verstehe hier gar nichts fast. Ja, also die anderen Typen schreien immer so laut und der hier ist, der nuschelt so. Was ist das hier eigentlich? Ein Bunker, ne? Ja. Einheit verloren. Ich habe keine Ahnung, was den da jetzt zerfetzt hat. Das Problem ist eher, dass der auch wieder überall diese scheiß Sprengstufen gefallen hat. Da liegt Kohle rum. Nice. Und hier gibt es auch keinen Nachschublager in der Nähe, ne? Gut, ich hab die Schnauze voll, ich höre auf. Nein, war ein Witz. Ja, natürlich, am besten mal ein Bulldo. Das war doch. Wir haben noch viel mehr Sprengstoff, General. Das war doch die Supereinheit, oder nicht? Bin ich jetzt bescheuert. Das war doch die Supereinheit. Das ist doch dieser scheiß LKW. Bin ich jetzt zerdeppert. Ich war der Meinung, dass es die Supereinheit gewesen, aber wie kommt der da hin? Ja, okay, der ist getarnt. Also. Und ich habe nichts, was getarnte Einheiten entdecken kann. Ich habe wirklich nichts. Womit kann ich getarnte Einheiten entdecken? Ich weiß es nicht. Ich bin der Sprengmeister, General. Sie haben keine Chance gegen mich. Wodurch hat der jetzt Schaden bekommen? Was brauchen Sie? Was? Alles klar. Ich habe die Ware. Warum hat der Schaden bekommen? Wodurch? Hier ist doch gar nichts.
das Ding an. Ey, diese getarnten Einheiten, ne? Die regen einen so auf. Das werde ich noch häufiger sagen. Bis jetzt sieht es gar nicht mal so gut aus, muss ich sagen. Sieht ein bisschen scheiße aus gerade. Ein bisschen beschissener Start hier. Hat er diese fliegenden Raketen oder war das Shockwave? Ich komme mit den Modifikationen nicht mehr ganz sicher. Willst du mich verarschen oder was? Vorsicht! Sie wissen nie, wann sich ein Infiltrator ihren Stützpunkt schleicht. Alles klar. Ja, das war zu dem Thema Helikopter. Ich habe keine Ahnung, was sie runterholt. Ich habe keinen Plan, was sie da runterholt. Ja, klar, Hauptsache überall Artillerie, klar, kein Ding. Naja, alles Artillerie, ja, natürlich. Schön wieder mit Artillerie rumspammen. Einheit verloren. Ja, macht Sinn. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Natürlich. Ja, das war's schon mal. Hätte jetzt nicht gedacht, dass er so mit den scheiß Artillerie rumspammt. Das hätte ich nicht gedacht. Ach ja, wirft da jetzt irgendeine Scheiße rum. Was ist das jetzt wieder? Ja, hat auch sonst nichts zu tun. Sind natürlich alle durch irgendwas gestorben. Kein. Ja, das war das zu dem Thema. Gut, Neustart. Ach, jetzt muss man das Gelaber auch wieder hören, oder was? Oh, komm! Jetzt kann man gar nichts machen. Schnarch. Die Ziege ist interessanter als dein Scheiß da. Ernsthaft, Alter. Kämpf hier gegen den scheiß TNT-General oder gegen den scheiß Tarn-General? Macht irgendwie keinen Unterschied, sehe ich hier. Diese scheiß getarnte Kacke überall. Cannot buy it any more. Was hat da Bumm gemacht? Was hat da Bumms gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass alles wieder scheiße ist. So wie am Anfang jeder General. Also hier, der Anfang ist immer am schwersten. Wenn du den Start hast und du eine fette Basis hast, dann ist alles simple, easy going. Aber wenn du hier am Anfang bist, hast nichts, dann kommt der immer schon sofort angeschissen mit allem Müll drum und dran. LOL. Da ist wirklich eine scheiß getarnte Falle oder sowas. Ist sehr interessant. So, und wenn ich das jetzt nicht weiß, woher soll man sowas wissen? Warte mal, das heißt, man kann nur am Anfang. Nee, ich speichere nicht. Ich werde ihren Stützpunkt zerstören. Dekontaminierung, ich seh's. Das wirkt wirklich sehr wundervoll. Das hat's wirklich richtig gebracht. Was bringt mir eine scheiß Dekontaminierung, wenn dieser Fotzendreck trotzdem noch aktiv ist?
Alter, ernsthaft, ey. Dann scheiße ich auf die Abwurfzone. Ich habe eigentlich gespart für die Abwurfzone. Dann gebe ich das Geld jetzt für die Helikopter aus. Kurz mal Geld sparen. Tja, wann das Gatsturm runterkommt? Keine Ahnung! Wodurch bekommt der jetzt Schaden? Hä? Was ist das da? Da steht nix! Ist das eine Mine, die nach oben schießen kann, oder was? Sprengstoff, was nach oben schießt, oder was? Und schießt das Ding gleich nochmal, hat das eine ewig lange Nachladezeit. Steht da irgendeine getarnte Einheit drum. Alter. Was gibt's zu tun? Also los, spielen wir Krieg. Kommt er? Sonst noch was? Vielleicht nehme ich das nächste Mal die Spy Drone, damit ich sehe, wann der kommt. Damit ich meine Einheiten schon mal vorschicken kann. Dann mache ich dasselbe Spielchen jetzt ähnlich wie beim Panzergeneral, indem ich eine ganze Armee von Helikoptern baue und dann versuche, alles vom Weiten abzuknallen. Anders geht's ja anscheinend nicht. Ich mache jetzt mal kurzer Checkpoint hier. Irgendwas, damit ich es wieder erkenne. Sowas geht in meinem Kopf gerade ab. Bla, bla, bla. Ich könnte auch EMP-Minen hier machen, aber das ist zu teuer. Boah, ich kann ich eh nicht machen. Ich kann ich erst mal Rang 3 machen. Einheit verloren. Ach, so Schwachsinn, Alter. Ich frag mich nur, wie ich das entdecken soll. Ich hab eine Überwachungsdrohne, kann ich, glaube ich, machen. Die kann, glaube ich, getarnte Einheit entdecken, oder? Oder? Was gibt's zu tun? Sie haben sicher bemerkt, dass mein Sprengstoff ziemlich effektiv ist. Ich hoffe, Sie wissen Qualitätsarbeit zu schätzen. Weg hier. Ich glaube, jetzt kommt er. Hat sich irgendwas bewegt. Beim Skatsturm. Was liegt an? So, jetzt das Gerücht. Neues Bauprojekt. Voll, ich baue überall. Ich baue meine eigene Stadt. Da stehen echt Minen rum, die nach oben schießen können. Hier überall. Eine Mine, ein Comanche weg. Was ist das für ein großer Bullshit? Schwachsinn, Alter. Ja. Und zack, lebewohl, tschüss, Wiedersehen. Ja, vier Linksgeschütz wieder. Ey. Und da oben sind jetzt auch schon wieder die ganzen Artillerie am Start, oder was? Ja, Felix Geschütz, was kann er auch sonst bauen? Nix. Einheit verloren. Ja, jetzt hat er es die ganze Zeit auf sie abgesehen. Verloren.
Fuck you, Alter. Fuck you, ey. Das ist dieser scheiß IBG. Sie haben keine Chance gegen mich. Ich bin beschäftigt. Ey. Für das Fassblatt. Versorgung unterwegs. Einheit verloren. Versorgung unterwegs. Was brauchen Sie, General? Ey, sag dazu nix. Alles klar. Ich bin unterwegs. Bin im Zeitplan. Wir sorgen für Nachschub. Vorräte sind unterwegs. Versorgung unterwegs. Vorräte sind unterwegs. Bin im Zeitplan. Bin im Zeitplan. Vorräte sind unterwegs. Einheit verloren. Wer hat das angeordnet? Was brauchen Sie, General? Hier ist auch so eine Scheißmine irgendwo. Einheit verloren. Was brauchen Sie, General? Ja, bam! Da ist der nächste weg. Einheit verloren. Was gibt's zu tun? Einheit verloren. An die Arbeit. Unsere Basis wird angegriffen. Ich habe die Wahl. Einheit verloren. So, Nachschublager weg. Ich habe jetzt noch ein Nachschublager. Ich bekomme kein Geld mehr. Öltürme kann ich nicht einnehmen, weil überall Minen sind. Ich nichts hell machen kann. Ich sie also auch nicht neutralisieren kann. Das ist wieder so eine richtige Mission, wo ich sage, fickt euch. Jetzt hat irgendwas gesagt, meine Cybox haben gelernt, sich zu tarnen, aber davon merke ich irgendwie nichts. Wieso fährt hier so ein scheiß Kampfbuggy rum? Kampfbuggy, falsches Spiel. Kampfjeep. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Stehen wieder überall Minen rum. Die Türme sind zu schnell down gewesen. Die Phoenix-Geschütze konzentrieren sich weiter auf meine Türme, wenn sie angescheißert kommen. Und sollte das der Fall sein? Dann kann ich so mit den Apaches angreifen. Dann ignorieren sie die Helikopter und greifen lieber meine Türme an. Das ist sehr gut. Aber wenn die Türme so schnell down sind, wegen auch der scheiß Artillerie und so, wie am ganz am Anfang gewesen, kommst du da nicht an. Das heißt, solange die Türme da sind und die Phoenix-Geschütze abgelenkt sind, ist das Spiel noch zu retten. Aber ansonsten ist... Spray.
Sprengstoffexperte, sonst noch mal wünschen, was ich kann. Begeh dich begraben, bitte. Habe ich da wenigstens Kohle? Ja, doch, da habe ich eine Menge Kohle. Das ist mal der Luftwaffengeneral, war jetzt wie ein Witz dagegen. Und leider nicht Rang 3. Jetzt schickt er wieder irgendwas, jetzt hat's geleckt. Jetzt kommt wieder gleich irgendeine Scheiße an. Ja, hier kommt das. Sonst noch was? Muss etwas repariert werden? Und irgendwie sind wir nicht weiter als eben gerade auch. Jetzt kommt wieder ein Angriff, jetzt wird wieder alles zerballert und dann kann ich wieder aufbauen und dann ist es ein Endlosspiel. Tja, das war zu dem Thema wieder Geschütztürme, die sind wir alle down jetzt. Und da kommen die Felix-Geschütze, nachdem natürlich die alles zerbombt haben. Das war's. Ich kann jetzt nicht ablenken, weil sie jetzt alles zerbomben. Die ganzen Gebäude zerstören. Ja, die greifen auch meine Flieger an. Der hat jetzt die scheiß Rüstung verbessert. Und sage gleich, ich hab gleich keinen Bock mehr. Vielleicht habe ich noch ein paar Asse im Ärmel, aber mal ehrlich. Hatten Sie etwas anderes erwartet, General? Ich muss hier irgendwie weiterkommen. Vor allem das muss ich irgendwie beschützen. Einheit verloren. Das darf nicht zerstört werden. Türme halten am Anfang nix aus. Gar nichts. Habe ich eigentlich die Dinger entfernt? Habe ich nicht. Ja, das Ding ist schon kaputt. Bevor die überhaupt ankommen, ist das Ding schon im Arsch. Hier geht eh noch ein Helikopter drauf flöten. Genau, wegen dem Scheißding. Einheit verloren. Und da sind die Phoenix-Geschütze und hauen wieder alles sofort weg, weil die nichts aushalten. Dankeschön! Also ich mache das ungefähr 2 Stunden. Wenn nach 2 Stunden kein Sieg hier gekommen ist, dann höre ich auf. Dann mache ich morgen weiter. Das hat schon wieder nichts mehr mit Kampf zu tun hier. Das ist einfach nur dumm. Irgendeine Scheiße, gegen die du einfach nichts machen kannst.
habe die Ware. Ich bin unterwegs. Nähere mich Ziel. Nähere mich Ziel. Dumm! Was für einen Sinn macht das überhaupt? Eine Bombe, die nach oben fliegt. Was? Einheit verloren. Scheiß auf den da unten. Da muss ich gar nicht hinfliegen. Einheit verloren. Und jetzt kann ich auch wieder aufhören, weil es eh jetzt alles schon wieder gelaufen ist. Alles kaputt ist. Ja, kurz mal nach oben gucken, eine Sekunde, sofort down. Ja, und da oben ist auch wieder alles zerstört. Nee, das macht keinen Spaß, ey. Das macht keinen Spaß, ehrlich. Das ist mir zu doof. Wir haben noch viel mehr Sprengstoff. Es ist auch scheißegal, was ich mache, weil alles nicht funktioniert, wie ich das hier hätte. Es ist auch scheißegal, weil ich auch nichts habe. Weil nun scheiß Soldaten, die durch die Phoenix-Geschütze down gehen, oder die scheiß Helikopter, die 2 Sekunden nichts aushalten. Weil ich den scheiß Mine nicht anders wegkriege, als diese Kacke hier zu opfern. Wer hat das angeordnet? Vorräte sind unterwegs. Was brauchen Sie? Vorräte sind unterwegs. Vorräte sind unterwegs. Einheit verloren. Schwachsinn alles! Ich kann nicht mal hier vorausfliegen, weil hier auch 2 Milliarden Minen bestimmt rumstehen werden. Sie haben keine Chance, General. Fliegen Sie, bevor Sie sich verletzen. Kann ich nichts machen. Ich muss warten, bis die... Und jetzt sind schon wieder 3 Stück weg. Durch, keine Ahnung, durch irgendwas. Ja, da steht schon wieder ein Phoenix-Geschütz. Super. Ist auch sofort down, halten nichts aus. Da kommt Phoenix-Geschütz, da kommen 2. Und darum, jetzt kommen jetzt die fahrenden Minen, gegen die Türme auch nichts aussichten können. Einheit verloren. Ja, alles zerstört. Ich weiß nicht, wie viel Damage diese Panzer überhaupt da machen. Ja.
Gebäude erobern habe ich ja noch gar nicht. Muss etwas repariert werden? Ich lege das Fundament. Das wird schon. Neues Bauprojekt. Guter Untergrund. Ich müsste eigentlich jetzt schon Rang 3 sein. Alles klar. Weil wir jetzt nicht die besseren Türme bauen, dann war es das. Guter Untergrund. Als nächstes kommt diese scheiß verfickten Bikes. Sind natürlich auch nur 8 Stück, die da ankommen. Ich bin der Sprengmeister, General. Sie haben keine Chance gegen mich. Allzeit bereit. Es kann losgehen, fertig. Guter Untergrund. Upgrade aktiviert. Tja, Rang 2. Was gibt's zu tun? Alles klar. Wow, ich habe hier eine Menge Chinooks. Benötigt höheren Rang. Endlich, alles klar. Alles klar, ich habe die Ware. Für alle was dabei. Wer hat das angeordnet? Versorgung und. Wie weit kann ich die denn rausschicken? Wo sind denn die nächsten Minen? Alles klar. Versorgung und. Leere mich zieht. Einheit verloren. Überall, sag ich ja. Oh, ich dachte, da kommt was. Alles klar. Es wird nichts aufhalten können. Das Gerüst. Endlich fertig. Allzeit bereit. Es wird schon. Jetzt schickt er wieder was. Jetzt kommen die ganzen scheiß Minen an. Sonst noch was? Neues Bauprojekt. Alter, und wie das laggt, ne? Guter Untergrund. Was liegt an? Weil da diese ganzen Milliarden von Bikes halt angescheißert kommen. Ach, da war noch so eine Kackmine, toll. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, warum jetzt die Bikes nicht gekommen sind, aber ernst, ehrlich gesagt, juckt mich das auch nicht. Ja, klar und deutlich. Ich gerne die Arbeit. So, jetzt das Gerüst. Kann losgehen. Einheit verloren. Schaffe ich nicht. Ich brauche dann noch das Strategiezentrum, bis ich dann endlich mal die Zyklongeschosse bauen kann. Upgrade aktiviert. Ich baue jetzt, ich habe ja gespeichert, ich baue jetzt erstmal nichts und warte und sammle dann genug Geld für die ganzen Abwehranlagen. Oder er kommt jetzt gleich wieder angescheißert, sodass ich dann irgendwie nochmal laden kann und dann Flugzeuge bauen kann. Das wird nix. Der baut zu langsam. Alles klar. Der kommt doch bestimmt gleich wieder angescheißert. Das wird schon.
Ich frage mich auch die ganze Zeit, wann der Skatsturm immer noch. Der ist mir noch ein Dorn im Auge, wann der wohl ankommt. Ah, entdeckt alle Arten von getarnten Einheiten. Das ist zumindest ganz. Zumindest habe ich etwas, was getarnte Einheiten entdecken kann. Was ich dann vorausschicken kann, um alles zu entdecken. Also das ist schon wieder so eine Scheiße, was ich nicht mag. Das ist nicht schwer, das ist eher nervig. Ja. Guter Untergrund. Nervig wie Scheiße. Ernsthaft, Infiltrator, ernsthaft. Weiter Arbeit. Upgrade aktiviert. Das liegt an. Guter Untergrund. Alles klar. Das wird schon. Endlich fertig. Was liegt an? Jetzt könnte ich auch die MP-Minen machen, ne? Eigentlich. Aber ich lasse es bis jetzt nochmal. Ich habe ja gespeichert. Ich kann auch mal eine Menge anders machen. Der greift ja die ganze Zeit immer in so Wellen an. In diesem Tal werden sie fallen. Ja, weiter, General. Es wird schon. Alles klar. Ich hab die Dings nicht bekommen. Die Zeit, wann der geboren. Nein! Der wird abfeuern. Ich weiß nicht, wie ich den zerstören soll. Andererseits, ich weiß es vielleicht doch. Moment. Partikelkanone braucht länger, bis die bereit ist, ne? Ich kann die nicht bauen, weil ich da... Ah, jetzt greift er wieder an! Das gibt's doch nicht! Jetzt schickt er wieder was. Ja. Ah, fucken! Guter Untergrund. Ich habe gehofft, er greift noch nicht an. Hier sind die Einser, die Zweier sind da oben. Alles klar. Verteidigung sieht ein bisschen besser aus, aber... Ich weiß nicht, ich bin doch nicht zufrieden damit so richtig. Wo ist die Partikelkanone? Ich finde sie gerade nicht. Mich bescheuert. Sag mal. Wieso schießt der nicht? Das Gute ist, dass die so schnell sind. Partikelkanone. Bomben-LKWs. Bomben-LKWs. Ja, und baut am besten noch mehr Bomben-LKWs. Infiltrator. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Feindlicher Infiltrator geortet. Oh, sehe ich nicht. Was liegt an? Das hätte ich vielleicht noch machen sollen. Ich lasse es jetzt erstmal. Ich lasse es erstmal so bleiben jetzt. Unsere Basis wird angegriffen. Weil theoretisch könnte ich die Bomben-LKWs hätte ich eigentlich ganz ohne Verluste zerstören können. Aber ich lasse es jetzt erstmal. Alles klar. Was liegt an? Meine Arbeit. Partikelkanone ist eher bereit, dann nehme ich diesmal die hier. Damit kann ich den Skatschum dann vernichten! Ein
einmal wieder geschlafen und zum Glück aber nichts verloren. Sonst noch was? Der war gut. Ja, der war natürlich nicht mehr zu retten. Das dürfte, glaube ich, reichen von der Reichweite. Ich glaube, die lasse ich mal da. So, der Skatsturm ist weg, sobald die Partikelkanone bereit ist. Ich speichere jetzt nochmal auf bla 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 2. Das ist das Niveau heute hier. Das ist Einstein-Niveau. Vor allem, wenn ich mich mal so schön aufrege. Schicke ich jetzt vor meine Türme, damit er jetzt wieder, wenn er wieder diese scheiß Spreng-LKWs baut. Oh, Alter, hier liegt doch wieder so viel Müll rum. Was zur Hölle, ey? Oder bauen diese Kampfjeeps diese Minen hin? Kann natürlich auch sein, ne? Tomok-Sturm und der Thunderbolt-Angriff. Eigentlich müssen die... Oh, 5 Minuten 45 Sekunden. Krass. Partikelkanone bereit. Ah, wenn die Dinger kommen, freue ich mich auch schon. Ich glaube, die kommen gar nicht an, oder? Die sind auch überall Kackminen, die nach oben schießen können. Da wird keiner ankommen. Einheit verloren. Das war der, das war der. Partikelkanone aktiviert. Doch, kam ziemlich was an. Er baut natürlich sofort wieder einen neuen auf. Stealth Fighter. Wieso ist hier eigentlich alles weg? Da habe ich doch die Drohne gehabt. Einheit verloren. Ey, das ist so, das ist einfach so behindert. Das Geld wird langsam knapp. Ich müsste jetzt Kohle dafür ausgeben, um Abwurfzonen zu bauen. Es kann losgehen. Ich bin beschäftigt. Probleme über Probleme. Ich wüsste mal, ich weiß nicht. Die Partikelkanone erstmal zur Abwehr, glaube ich, benutzen, anstatt zum Angriff. Benutzt jetzt die Partikelkanone erstmal zur Verteidigung. Das heißt, für den nächsten Angriff, den er schickt,
schicke ich sie erstmal zum Angriff. Verteidigung. Könnte jeden Moment explodieren. Tja, wenn sie es merken, ist es zu spät. Ja, das ist wieder so ein Hin und Her. Das heißt, ich kann immer nur den benutzen mit dem Tomahawk-Sturm zusammen. Das heißt, dass ich die zwei schon mal weg habe, theoretisch, weil ich den immer für den Skatsturm benutzen muss. Die MP-Minen sind zu teuer. Ich baue die Überhand. Ich lege das Fundament. Einheit verloren. Der kann eigentlich weg, den brauche ich ja nicht mehr. Wenn man hier Gebäude verkaufen könnte, kann man ja nicht. Türme kann ich verkaufen, aber Gebäude gehen nicht. Oh, ich freue mich. Muss etwas repariert werden? Guter Untergrund. Neues Bauprojekt? Da klebt natürlich auch so eine scheiß Miete dran. Darum ist das Erobern eh unmöglich gewesen. Darum habe ich das überhaupt nicht probiert, weil es klar war. Beim Original schon ja auch schon so. Dass man dieser Rotz da mal rumhängen muss. Ich lege das Fundament. Und wenn sie die Abwurfzone nur schneller bauen könnte, also geht auch langsam das Geld. Jo, 8000, das ist gar nichts mehr. Das heißt, dass ich jetzt diese Runde nichts machen konnte. Der braucht noch ein bisschen. Tja, ein paar Jiggle-Kanone, wie gesagt. Vielleicht greift er wieder an. Vielleicht dürfte es wieder lecken. Dass er dann wieder alles losschickt. Ich habe zwar im Endeffekt jetzt keine Ahnung, wie ich das jetzt hier eigentlich geschafft habe, aber ich bin in dieser Anfangsphase eigentlich raus. Jetzt kommt die Mittelphase, die eigentlich nicht so schwer sein dürfte, aber trotzdem auch schon Probleme macht. Da freut man sich auf den Nuklear-General. Ist ihr Untergang, General. Partikelkanone aktiviert. Diesmal greifst du nicht an. Sauber! Das ist eine gute Technik. Wenn der Wichser angreifen will, das ist die Schwachstelle. Der sammelt seine Einheiten immer da in seiner Basis, bevor der angreift. Und sobald es anfängt zu laggen, dann schickt er sie los und dann kann man mit der Partikelkanone alle vernichten, bevor sie allen zu nahe kommen. Oh Mann. Ja, wenn ich Geld hätte, weißt du? Alter, der haut echt ein ganzes Teil weg. Ach so. Mein Gott, Alter! Lieber Kraftwerk als Abwurfzone. Einheit verloren. Aber trotzdem kleiner Angriff. Das war's mit dem Angriff schon. Normalerweise würden da unten ja noch ganz viele kommen. Ich habe die unteren hauptsächlich alle abgeknallt. Dann schickt er die oberen wahrscheinlich durch seine zweite Basis hier mal. Das heißt, dass er sie da auch immer sammelt. Partikelkanone aktiviert.
Alter, das ist so schwer, so ein scheiß Hurensohn eingesteckt. Upgrade aktiviert. Einheit verloren. Die Cyborgs haben gelernt, sich zu teilen. Das Fundament. So, jetzt das Gerüst. So, jetzt wo die Kohle langsam steigt, kann ich jetzt langsam mal die Abwehr verbessern, indem ich da Minen hinplatziere. EP-Minen natürlich. Und durch diese EP-Minen dürften dann halt diese... eventuell die scheiß dreckigen, beschissenen TNT-LKWs da nicht mehr ankommen. Ich müsste die Zyklongeschosse eventuell weiter nach vorne setzen. Aber wenn die EMP-Raketen haben, ist das eh kein Problem mehr. Wenn halt, ist halt die Frage. Ich bin immer noch nicht Rang 5. Kurz mal wieder Geld sammeln für eine weitere Abwurfzone, weil das Nachschublager ist nun komplett alle. Ich bin nun komplett von den Abwurfzonen abhängig. Ja, erstmal sparen und erstmal, tja, warten. Aufs Geld warten. Mehr ist gerade nicht drin. Partikelkanone bereit. So, das ist sehr gut. Ich kann ja mal wieder provisorisch jetzt von unten nach oben alles abspeichern. Wart's nur ab, Arschloch. Wart's nur ab. Ich hätte natürlich ganz am Anfang auch schon die Überwachungsdrohnen bauen können, um die Minen zu entschärfen. Aber ganz ehrlich, die Öltürme würden eh auch so für die 1000 am Anfang ganz gut, aber die würden nicht lange leben bleiben. Energie habe ich noch. Was ist mein Helikopter eigentlich da oben? Feindlicher Infiltrator geortet. Der gibt mir sowas von auf die Nüsse, ne? Ja, Kling, war klar. Vor allem der Wichser ist auch echt unverwundbar. Allzeit bereit. Eigentlich müsste ich jetzt hier noch einen hinstellen. Und dort oben dann eine Mine noch hinballern. Eine Drohne. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Neue Nachschubwege gesichert. Ich könnte, glaube ich, irgendwie nur feindliche... Ey, das ist so uncool, Alter. Partikelkanone bereit. Da baut gar kein Skatsturm mehr. Tja, da kommt wahrscheinlich jetzt noch einer, genau. Ja, drei. Noch ein vierter vielleicht. Aber der schläft auch irgendwie, kann das sein? Ja, tschüss. Wunderschön, weil er da gepennt hat. Dem hat sie sich komischerweise diesem auch überhaupt nicht geleckt, dass er angreift.
Diesmal gab es ein paar mehr Verluste. Gut, Rang 5. Bringt aber noch nicht allzu viel. So, jetzt das Gerüst. Hier. Der wird erstmal 200 Millionen Mal durchlöchert durch Comanches und das juckt den Typen nicht. Der geilt sich daran auf. Oh, Munition. Oh. Nichts kotzen. Mehr Geld! Was liegt an? So, oben sieht's gut aus, unten sieht's scheiße aus. Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich die Drohne schicken soll. Die geht immer drauf beim ersten TNT-LKW. Scheißegal, wo ich sie hinschicke. Da oben muss ich auch schon wieder was hinbauen. Theoretisch könnte ich aber auch den hier machen. Oder ich mach's erst, wenn er angreift. weil wir die ganze Zeit meine Bulldozer einsetzen. Da habe ich noch keine Mine. Mine. Drohne. Das ist erstmal komplett Verteidigung erstmal hier. Ich muss erstmal meine perfekte Verteidigung aufbauen, bevor ich irgendwas hier reißen kann. Gleich kommt der stuklige Infiltrator wieder. Sobald ich den nämlich abtöte, baut er in dem Moment schon wieder einen neuen. Ich muss erstmal die Basis hier unverwundbar kriegen. Was irgendwie leichter gesagt als getan ist. So, drei haben es eigentlich gepackt, oder? Wenn er kann sie eigentlich nur hier hinschicken, oder? Oder da? Ich schicke den jetzt mal dahin. Da dürfte er darüber leben. Ich weiß ja nicht. 2200? Doch so teuer. Da kommt wieder Kohle. Schicke ich jetzt mal dahin. Die können, glaube ich, nur Flieger abknallen. Flieger! Einheit verloren. Wunderbar. Er wollte gerade meine Mine abknallen. Was ist das für eine Schwuchtel? Wie schickt er seine Einheiten, Alter? Die Scheißmine! Wo schickt er seine Scheißdinger hin? Ist der besoffen? General! General Beer Strike, Alter! Was? Schön. Super Einheit. Alles down. Alles weg. Geil. Ich freue mich. Jetzt leckt's auch nicht mehr, komischerweise. Ja, Infiltrator. Und ich komme mit der scheiß Kohle nicht hinterher. Die geht nicht richtig wirklich höher, weil ich ständig neue Einheiten bauen kann muss.
deinen scheiß fetten Dildo-Werfer. Ja, er steht da wieder rum, er lässt sich beschießen, das juckt ihn nicht. Skatschum hat irgendwie keinen Bock mehr. Einheit verloren. Ich, obwohl ich hier eine Basis hatte, alles weg. Aber okay. Die Super-Einheit ist eh langweilig, scheiße. Das ist für mich keine Super-Einheit, das ist einfach nur eine Stokel-Einheit, ey. Scheiß Bomben-LKW, der wie eine Explosion explodiert und alles wegpfeffert. Das ist lame, Alter. Ist dein Ernst sein, Alter? Verpiss dich, du kleiner Pissbuggy. Pissjeep. Ich kann nur irgendwie probieren, schmeiß mich tot zu machen. Es gibt aber auch kein Gebäude, was sonderlich viel aushält, außer die Kommandozentrale. Und die kann ich nur einmal bauen. Das ist Bullshit. Ich würde nämlich die Kommandozentrale hier hinstellen, wegen dem Bomben-LKWs da drum EP-Minen machen und das die dann auch aufhalten. Und da oben muss ich jetzt irgendwie aufpassen. Ich kann wieder zwei mehr an Abwurfzonen bauen, weil die scheiß Kohle einfach nicht hinterherkommt. Weil ich einfach so viel bauen muss die ganze Zeit an Türme. Das muss schneller gehen. Ich lege das Fundament. So, jetzt das Gerüst. Partikelkanone aktiviert. War das die Super-Einheit? War das der Dicke gewesen? Hab ich richtig getroffen? Ja, zu groß. Ja, ich habe wieder keinen Helikopter, weil ich wieder keine... Sie greifen unsere Basis an. Einheit verloren. Ich kann nichts machen. Feindlicher Infiltrator geortet. Und wie gesagt, ich komme mit der Kohle nicht hinterher. Ich kann machen, was ich will. Feindlicher Infiltrator geortet. Vielleicht habe ich noch ein paar Asse in Armen. Lebt da noch was? Nehmen wir ja nicht, ne?
Der Kampf kann immer noch lange dauern. Einheit verloren. Irgendwie regenerieren sich diese Kackminen sogar noch. Die kommen immer wieder. Die nach oben schießen. Ich kann zwei davon... Ich kann nicht zwei davon bauen. Ich habe mein Strategiezentrum verloren. Junge, geh in dein scheiß Auto da rein. Bulldozer. Ich wundere mich noch die ganze Zeit. Ach ja, natürlich auch. Hey, habe ich schon mal was von Abwurfzonen erwähnt? Neues Bauprojekt? Es wird schon. Ach scheiße, jetzt weiß ich, was ich mit dem machen wollte. Nein, ich wollte mit dem das hier machen. Strategiezentrum, das brauche ich erstmal zum Glück nicht so dringend. Sonst noch was? Partikelkanone wäre echt geil gerade. Der sammelt nämlich gerade wieder. Jetzt ist die Frage, kommen die an? Oder haben sich die Minen wirklich alle regeneriert und die stehen da wie alle wieder rum? Partikelkanone bereit. Das will ich jetzt wirklich mal wissen. Partikelkanone aktiviert. Was hier alles rumsteht! Der greift gerade wieder an. Ist übrigens interessant gewesen, dass ich inzwischen eine scheiß Partikelkanone brauche, um so einen scheiß explosiven Superlaster zu zerstören. Hat man das gesehen hier am Anfang? Kommt der Dicke jetzt schon wieder hier angeschissen? Verloren. Es ist ruhig. Gut, der Angriff haben wir super gut easy durch, weil ich da das meiste schon vernichtet habe. Der baut seine Kampfjeeps auch immer wieder, ne? Der schickt die da immer auf Patrouille irgendwie. Feindlicher Infiltrator geortet. Ja, es hat wieder Pling gemacht. Heckenschützen. Ich habe jetzt genug Geld eigentlich, ne? Was habe ich aktiviert? Ach, Control Roads. Ich wollte gerade sagen, was wurde aktiviert? Schon wieder richtig Angst gekriegt gerade. Meine scheiß Mine ist da wieder... Mine, Drohne! Und ich glaube, ich könnte es ja mal wagen... hier ein bisschen was mal hinzustellen. Die steht da ganz gut anscheinend.
Aber die anderen Minen anscheinend irgendwie noch nicht, weil es ist scheißegal, wo ich die hinstelle, sie werden immer entdeckt. Schiebe ich die ganz nach rechts, schiebe ich die ganz nach links, überall werden sie entdeckt. Die hat bis jetzt ganz gut überlebt. Die da scheinbar ist auch ganz okay. Die da sowieso. Das Gute ist ja diesmal, was ja mal für mich gut ist, dass ich kaum was geteilte Einheiten entdecken kann. Der Gegner, das gilt natürlich auch für den Gegner. Der kann natürlich auch nicht so viel entdecken. Das heißt, dass ich meine Drohnen überall hin platzieren könnte. Um mal ein bisschen zu spannern. Feindlicher Infiltrator geortet. Zum Beispiel der Stricher da. Was gibt's zu tun? Die Frage ist eigentlich, brauche ich die Emitter noch? Brauche ich die überhaupt noch? Der greift eigentlich kaum noch mit Soldaten an. Scheiß drauf, ich nehm's trotzdem. Bulldozer sind wieder bereit. Gut. Was liegt an? Was? Achso. Partikelkanone bereit. Könnte ich wieder theoretisch? Einheit verloren. Ich könnte wieder. Partikelkanone aktiviert. Feindlicher Infiltrator geortet. Ah, da steht die Supereinheit rum. Ha! Verpiss dich! Da war der Bomben-LKW. Hat er nicht geschafft. Das heißt, gut, der sammelt die da immer. So, jetzt können wir uns den Luxus eigentlich mal gönnen hier. Jetzt haben wir erstmal genug Geld. Solarpanels wären vielleicht jetzt nicht schlecht gegen Superwaffen. Aktiviert. Jetzt läuft's. Jetzt kommt die Kohle auch langsam mal in Wallung. EMP-Minen. Das Ding kann ich überall irgendwo hinspallern. Das ist, nimmt keinen Platz weg. Ich glaube, es hat hier kurz geleckt. Ich glaube, der greift wieder an gleich. Allerdings nur mit einem ganz kleinen Angriff, weil der hat ja eine Menge verloren. So einiges. Upgrade aktiviert. Jetzt könnte ich hier noch zwei... Oder nee, einer reicht erstmal. Ich könnte ich diesmal mal hier hinstellen. Dürfte auch ein guter Platz sein. Schicke ich dir mal ein bisschen voraus. Geortet. Ja, sag ich, der spammt damit nur noch rum. In Mitte habe ich. Jetzt könnte ich eigentlich mal zwei davon bauen. Weil wir uns jetzt den ganzen Spaß mal gönnen. Upgrade aktiviert. Ja. Solarpanels, yo. Nenn ich Energie quasi. Und jetzt haben wir's, glaube ich. Jetzt haben wir, glaube ich, gewonnen. Jetzt kann er, glaube ich, nichts mehr ankommen. Schlimmes. Außer das da eventuell. Was ist das da eigentlich? Gut. Was? Unable zu was? Dahin, Mensch. Das ganze grüne Geflimmer auf meinem Radar, diese grüne Disco hier überall, ist natürlich überhaupt nicht unsere Pralle. Ich sehe mich mal um. So, der Infiltrator dürfte jetzt auch nicht mehr ankommen. EMP-Minen, dann wird sowieso erstmal alles außer Gefecht gefrisselt, bevor irgendwas zu nahe kommt. Und jetzt, glaube ich, haben wir's. Partikelkanone ist noch nicht bereit. Feindlicher Infiltrator geortet. Läuft. Gut, Infiltrator haben wir auch erledigt. Der kommt auch nicht mehr an. Die letzten Upgrades, die uns noch fehlen. Ich glaube, wir gehen den Saturn. Hat er keine Chance.
Wenn ich die Drohnen vorausschicke und alles sichtbar gemacht wird, dürften die alles zerstören, bevor irgendwas zu nahe kommt. Mit denen dürfte ich gute Chancen haben. Ding ist halt nur, doch, ich muss die bauen. Was anderes habe ich nicht. Weil Comanches ist zu... Ich glaube, das wisst ihr, dass ich mit Comanche nicht angreifen kann. Bei den ganzen scheiß Minen hier überall. Außerdem kann ich mit denen auch keine Minen zerstören. Die können ja, die Minen, sie machen ja Bumm und das Teil ist weg. Die Drohnen dürfte ich jetzt auch richtig postiert haben, dass jetzt nichts mehr ankommt. Partikelkanone ist bereit, kurz mal looken. Da lohnt sich wieder was. Da steht vielleicht die Supereinheit rum. Jo, steht sie sogar. Wie ein Déjà-vu gerade. Dasselbe Spiel nochmal wie eben. Weg. Das ist wirklich Déjà-vu, Alter. Genauso eingesetzt wie gerade eben auch schon. Wie das letzte Mal. Feindlicher Infiltrator geortet. Der Typ hat auch kein Leben. Ich bleibe an. Jo, Kumpel, ich hab 3 Sterne, du nicht. Ach, jetzt mal. Das meine ich halt, je länger der Kampf dauert, desto eine andere Strategie verfolgen die Bots. Das klingt jetzt langweilig. Der feindliche General, gegen den wir spielen. Wie zum Beispiel, am Anfang hat er halt immer mit den scheiß Kleineinheiten angegriffen. Mit Motorrädern und Phoenix-Geschützen vor allem. Und ja, und jetzt sieht man, dass die Phoenix-Geschütze gar nicht mehr kommen. Jetzt kommen stattdessen diese fetten Raketenwerfer. Diese Monster-Dildo-Teile-Werfer. Moab. Spezialtraining noch? Nee, warte, ich baue erstmal Saturn 2. Oder? Nee. Bis der fertig ist, dauert es eh noch lange. Special Training wird erstmal absolviert. Und ich glaube, sogar 2 Saturn dürften reichen, locker. Zerstörung habe ich. Das macht 15. Das ist auch 15. Ich glaube, das war im Originalstunden ein bisschen mehr, ne? Schön, dass er seinen Kacksturm nicht mehr aufbaut. Hier steht ein Partikelkanone Feld. Aktiviert. Da kommt gerade wieder, da will gerade irgendwas ankommen. Aber das Ding schläft auch irgendwie, ne? Feindlicher Infiltrator geortet. Will er denn hin, sag mal? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was das da hinten für eine Mine ist. Darum will ich da lieber nicht so nah ranfliegen. Die hat nämlich so ein Radar rumbaumeln. Kann sein, dass die für Lufteinheiten zuständig ist. Hier könnte ich aber theoretisch, oder? Ah, ich weiß nicht, was hier steht. Sag mal, ich habe dich da extra hingestellt, damit du das da machen kannst. Schieß mal nicht so blöd, sag mal. Da, so geht das. Du baust dich nicht auf. Hier schon gar nicht. Hier haben wir wieder das Dream Team hier. Machen irgendwie ein Wettrennen die ganze Zeit. Nehmen Krieg nicht so ernst. Die nehmen das Leben nicht so ernst. Die machen lieber ein Wettrennen. Nur ihre Route ist ein bisschen unüberlegt, überdacht. Durchdacht. So, da haben wir den ersten. Brauche ich noch einen zweiten und dann können wir im wahrsten Sinne des Wortes uns langsam mal zum Angriff bewegen. Partikelkanone bereit.
Die haben auch nix, keine... Partikelkanone also. Bereit. Partikelkanone. Jetzt könnt ihr eigentlich mal gucken, was da oben abgeht. Ach du Scheiße, die ist ja tote Hose. Da geht ja gar nichts ab. Da kommen die Renner wieder. GTA, die GTA-Leute. Tja, die machen nicht ganz so viel Damage. Das ist dein Ernst hier? Ja, der dauert immer noch. Mein Gott, diese getarnte Kacke immer. Nein. Scheiß LKWs. Na okay, aber dafür gut aufgehalten. Partikelkanone bereit. So, ab geht's. Ab geht's durch die Nacht. Da könnte ich eigentlich... Partikelkanone aktiviert. Jetzt mal zurückärgern. Auch so eine Rakete festlegt auch unsere General hier. Dessen Namen ich immer noch nicht aussprechen kann. Schuhsitz oder Schuhsitz, keine Ahnung. Ach, die Einheiten werden gar nicht sichtbar gemacht. Schade. Ich dachte, die Spreng-LKWs, die hier rumstehen, werden auch sichtbar gemacht. Zipper. Jetzt haben die Delfin. Kaum zu glauben, dass der noch angreift. Hat aber immer noch nicht so kaum Upgrades irgendwie. Ist ja nachscharf hier. Nachscharf. Das ist ein neues Wort entwickelt. So, mitkommen. Ihr macht hell. Jetzt erstmal hier ein bisschen säubern, das Gebiet. Sollten die irgendwann mal da sein. Ja, Angriff ist ein bisschen schwer. Das ist das erste Mal, dass wir mal mit denen angreifen können. Beim Panzergrenadier hat es nicht so wirklich gut geklappt. Beim Quai. Kam er mit seinem super scheiß Panzernamen an, die Ganjus. Jetzt habe ich den Namen nicht vergessen. Hier, ich könnte eigentlich mit denen... Ziehen die Dinger eigentlich unter Minen hier? Das sind eigentlich Bomben, ne? Aber eigentlich kann ich damit hier was entfernen, aber ich weiß nicht, ob die klappen, glaube ich nicht. Doch! Klappt auch da! Ach, das ist ja interessant. Säurebere Minen von der Arena. Damit hätte ich ganz am Anfang den Bordturm schnell einnehmen können, wenn ich das Ding da drauf baller. Dann wäre die Mine da auch weg gewesen. Und die drei hier da rum. Hätte ich mit dem Ranger ganz schnell doch einnehmen können. Da hätte ich am Anfang mindestens 2000 Dollar mehr gehabt. Scheiße, das fällt mir jetzt erst auf. Diese Fähigkeit verpeile ich immer. Ups. Wodurch haben die eigentlich Schaden bekommen? Der hätte schon ein bisschen... Okay, das ist langweilig. Das war bei Originalstunde 0 besser. Da hatte der hier immer Milliarden... Was heißt Originalstunde 0? Da gab's den gar nicht. Bei Shockwave Mod, da hatte der hier immer 2 Milliarden Minen auf der Brücke. Wenn man die zerstört hat... Diese Kettenreaktion immer alles weggejagt. Jetzt muss ich aber, glaube ich, mal ganz schnell gucken. Okay, jetzt greift er nicht mehr so wirklich an, ne? Sei brav und lass die Einheiten da stehen. Du magst es doch gerne explosiv, Schuhsitz.
Hier, guck da mal hin. Da siehst du was Explosives. Ah, ist das schön. Außer, dass die Explosion nicht so wirklich die Gebäude zerstören kann. Oh, ich... Verpiss dich, du Knilch. Hast Feierabend. Jetzt müsst ihr... Auf der Brücke fehlt eigentlich noch so ein Schild. Maximal 20 Tonnen erlaubt. Ups, ich glaube, ich muss hier runter. Boss, General, wir können den Krieg nicht zu Ende führen. Die Brücke behindert uns. Was? So ein scheiß Artilleriegeschütz hat er da, ich glaub's nicht. Sie gekappelt da weg. Oh, du gehst mir auf den Sack da unten. Das ist doch das einzige Ding, was da steht. Ist nicht verschwenderisch, nö. Wie kommst du darauf? Ist doch akzeptabel. Hallo? Das ist ein Supergeschütz. Das macht alles One-Hit weg. Kommt sie auch ein bisschen überbezahlt vor. Gut, haben wir ein bisschen am Anfang ein bisschen Rage-Mode gehabt. Hat sich dann noch alles easygoing entwickelt. Wird beim Nuklear-General wahrscheinlich nicht anders aussehen. Wo ich dann denke, what the fuck? Dass ich das diesen Rotz nicht anklicken kann. Tja, Junge, da gibt's keinen Helikopter mehr. Ja, aber vielleicht doch. Was? Ja. Hat er wirklich keine Artilleriestellung mehr? Doch, da hat er eine. Hauwitzer-Position. Hauwitzer. Das ist jetzt bestimmt ein Typ, der macht gerne Witze. Ah! Ey, Judith! Da kommt was! Wie die Dinger mal so rumwackeln. Lustig. Ja, ich geh mal, weiß nicht, ich geh jetzt mal nach oben. Nee, ich geh lieber nach unten. Bisschen zu viel, Whisky. Partikelkanone bereit. Seid ihr aufgeräumt? Natürlich wird überhaupt nicht aufgeräumt. Der ganze Scheiß, der immer noch steht. Der baut auch sofort die ganzen Scheißminen wieder auf. Rotzfrech, der Junge. Partikelkanone bereit. Maul da hinten. Da mach ich richtig Laune, mit denen anzugreifen. Oh, die machen der Damage richtig. Scheiß LKWs.
Okay, jetzt reicht's langsam mit seinem scheiß Gespamme. Machst du zu Ende, was du angefangen hast? Ja, ja, brauch ich schon wieder den Kack da. Das ist eine Kommando? Nee, doch, das ist eine Kommandozentrale. Ha, lol! Die Kommandozentrale kann eigentlich gar nicht bauen. Die haben sie dann noch von Originalstunde 0 gelassen. Wie schnell kann der die eigentlich bauen, sag mal? 2 Milliarden Superwaffen, aber irgendwie brauche ich die jetzt gerade nicht mehr. Weil seine ganze Basis eh so übelst weit auseinander verteilt ist. Uhr, gleich dürfte ein Video oben sein. Okay, um 21.50 Uhr ungefähr. Dauert noch 2 Stunden. Ist mal was von Dragon Age Inquisition. Mehr muss man nicht wissen. Meinst du es wieder? Ah, ist schon down. Alter, jetzt mal ernsthaft, wie schnell baut er diese Flieger? Krass. Kommt wieder einer raus. Ich glaube, jedes Mal, wenn man ein Video von Stunde 0 sieht, wo das Video über 1 Stunde und 20 Minuten dauert, weiß man automatisch, dass ich mich in dem Kampf aufgeregt habe. Und dass man wahrscheinlich nur durch die Dicken gewonnen hat. Aber IBG kannst du eh vergessen. IBG kannst du nicht mit Comanches angreifen. Das ist eine ganz schlechte Wahl. Weil die Phoenix-Geschütze einfach zu heftig sind. Die machen, hauen immer die Teile in 2 Sekunden down, runter. Der sagt auch gar nichts mehr, der Typ. Ich habe seine Kommandozentrale zerstört, der sagt auch nichts mehr. Der sagt gar nichts mehr irgendwie. Alter, der Typ ist voll langweilig geworden. Hat sich jetzt so die Sprache verschlagen? Da steht schon wieder so eine Schmeiß mich tot Mine. Hier so ein Popelgeschütz. Ich brauche dringend mehr Abwurfzonen, ich habe kein Geld. Weg da. Sehe ich doch, dass was steht. Jetzt nicht mehr. Einheit verloren. Ah! So. Ich glaube, das sind 2 Flughäfen. Ich glaube, da oben ist auch noch einer. Ja, das. Ach, die Minen können auch nach unten schießen. Die können nach oben und nach unten schießen. Der hat gerade den hier abgeballert. Die haben einen. Die detonieren, sobald sich eine feindliche Einheit nähert. Die können einen Schuss abgeben, nach oben oder nach unten. Und dann explodieren sie. Eine Distanzmine. Was ein Scheiß.
bist der Letzte. Jetzt muss ich noch dahin. Ich guck da jetzt mal nicht hin. Ich hoffe einfach, dass da keine Bienen mehr rumstehen. Die Musik ist auch weg. Hier ist irgendwie Volltotose. Aktiviert. Ach, das ist neu hier. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne den Stützpunkt, kenne ich hier, aber das hier ist neu. So, so. Ach, geh mir weg. Partikelkanone aktiviert. Weißt du, ich kann's auch anders machen. Wenn man getroffen hätte, heißt es. Nicht so schnell alles machen muss. Stand das hier auch schon immer? Kann ich mich echt nicht daran erinnern. Weil diese Würstchen rum. So, Würstchen weg. Jetzt kann ich chillen und warten und warten und warten, bis sie endlich mal da sind. Oh Mann. Wäre jetzt ein Ding, wenn er hier unten wieder alles aufbauen würde. Wieso sagt er mir, dass hier noch was ist, wenn hier gar nichts mehr ist? Weil da wahrscheinlich noch was steht. Was? 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 Bau das hier hin! Also. Sieht super aus. Kuckuck. Ich baue hier mal aus hin. Das soll man wohl einnehmen, wenn man hier oben zuerst lang geht, bevor man sich den Hauptstützpunkt nähert. Aktiviert.
Missing Upgrade Building Defense. Partikelkanone bereit. Schade, dass ich mit dem Ding nicht schießen kann. Tja, dann baue ich mal sowas. Irgendwas muss hier stehen, sonst hätte er hier was nicht hell gemacht, ne? Ach, nur wegen den Minen oder was? Darum hat er da was hell gemacht? Ich dachte, da steht jetzt noch ein Gebäude rum, was ich vergessen habe. Ja. Ich war sogar noch bei Shockwave, als ich die Shockwave-Generalsherausforderung gemacht habe. Da war ich ja der Nuklear-General, wenn ich mich recht entsinne. Da bin ich mich mit den Overlords immer vorausgefahren. Mit den Overlords angegriffen und voraus war immer Blackbot. Schwarzer Lotus, besser oder? Partikelkanone. Das ist für Gebäude. Abstrakte Kunst hier, oder was? XCBM ist wieder bestart. Bereit am Start. Partikelkanone aktiviert. Ich komme genau zur selben Zeit an. Wie viel Rohstoff hat der da? Na, sehe ich gerade nicht. Sehe ich gerade nicht. Der hat natürlich die ganze Kohle hier liegen, ne? $60,000, der braucht das Geld nicht mal. Juckt dem nicht. Der hat ja seine 9 Milliarden am Anfang. Bitte war's das jetzt. Partikelkanone. Mädchen, man checkt denn das, dass es keine Partikelkanone ist. Tja. So geht's auch. War am Ende dann ziemlich ruhig geworden, weil irgendwie keine Musik mehr und er labert nicht mehr. Es war irgendwie langweilig. Sie hatten nur Glück, General. Nochmal schlagen Sie mich nicht. Jo, wie lange hat der Kampf jetzt gedauert? Waren das wirklich 2 Stunden jetzt? Also da merkt man schon, wenn das Video länger ist, da gibt's Probleme. Kann man sich selber spoilern. Jo, jetzt kommt General Nummer 4. Das ist... Ich bin froh, dass keine Superwaffen-General nicht kommt. Gegen den hätte ich übelst keinen Bock. Dr. Trax kommt jetzt, glaube ich, nicht. Weil jetzt kam er erst ein IBG-Typ. Jetzt kommt vielleicht wieder ein WA-Typ. Weil am Anfang kam ja... Nee, am Anfang kam China. Kommt jetzt vielleicht ein Nuklear-General? Ich weiß nicht, wie die Generalsherausforderung aufgebaut ist. Kommt China, WA und IBG und dann geht's wieder nochmal neu los mit China, WA, IBG oder was? Also IBG dürfte jetzt, glaube ich, nicht kommen. Dürfte jetzt China kommen und dürfte das dann ein Nukleargeneral sein? Man wird's in 20 Sekunden wissen oder weniger. Hallo, General. Denken Sie, ich sehe... Doktor! Genau, wo der natürlich nicht kommen sollte. Bitte sehen Sie sich in Ruhe um. Schließlich ist es das letzte Mal, dass Sie meine Festung sehen. Wie Sie sehen, ist meine Festung uneinnehmbar. Und meine Chemiewaffen werden Ihre Einheiten vergiften, bevor Sie mir zu nahe kommen. Ach ja. Wann können Sie Ihre Enkelin von der Sündenlage erzählen?
So, bla bla, es war ein schönes Andenken an dieser Scheißer. Aber jetzt haben wir erstmal wieder YouTube Let's Play am Start. Safe Game, bam. Und haben Dr. Trash als nächsten Gegner, wow. Wer hätte gedacht, jetzt standen wir, ey, wir standen immer mit weniger Geld. Erst Granger mit 30.000, dann Judith mit 25.000, jetzt sind es noch 20.000. Aber zum Glück hat Dr. Trax wenigstens keine scheiß getanen Einheiten. Das ist immerhin etwas. Da sehe ich wenigstens noch, was ich feuer. Gut. Dann kommt der witzigste General das nächste Mal in Video Nummer 4. Sie haben und, meine Schmierwaffen unterschätzt. Tja, das haben sie jetzt davon, General. Dass sie jetzt das alte Bild genommen haben, ist irgendwie komisch. Weil, da sieht er jetzt so aus. Aber bei der Generalsherausforderung sieht er so aus. Wieso haben sie das Bild jetzt nicht benutzt für das andere? Wer weiß. Das war TT-General. Paar Problemchen. Danach geht's mit Dr. Trax weiter im nächsten Video. Man hört sich bis dahin. Und ich gehe mal davon aus, dass der nicht so nervig wird wie der TNT-General. Auch wenn seine Basis ein bisschen anders ausgesehen hat. Und da standen überall Geschütze rum, an die ich mich nicht erinnern kann, an diese Artillerie-Teile da. Tschüss! Pam.